Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie ihr seht, seht ihr nichts? Ja, witzig, die Katrin wieder. Also, wir wollen wieder eine Karte zusammen basteln und zwar mit dem Kartensketch Nummer 1. Ich habe ja euch, glaube ich, jetzt schon ein, zwei mehr gezeigt, aber das kommt nach und nach. Ich befinde mich gerade so in dieser 1-Phase und was möchte ich heute machen? Ich möchte heute diesen Kartenrolling gestalten. Es kann natürlich sein, dass im Basteln dann was ganz anderes rauskommt, weil man kann vorher ja nicht so richtig planen. Man kann sich so ein kleines Konzept machen, aber es kann dennoch sein, dass dann im Machen und Tun das Ganze dann ein bisschen anders aussieht. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Und dann habe ich mir einmal mit diesen Stanzschablonen, die hatte ich mal von AliExpress, den Heißluftballon und das Happy Birthday habe ich mir erstmal ausgestanzt. Und ich habe mir von den Joycraft die Wolken ausgestanzt. Und zwar habe ich die einmal, die Wolken habe ich in Weiß gemacht. Den Heißluftballon habe ich in Gold gemacht. Das Happy Birthday auch. Dann habe ich mir hier Washi-Tape hingelegt. Ich habe mir hier nochmal allgemein Ausstanzung hingelegt, die ich ja mal vorbereitet hatte zum Verkaufen, was dann aber ja nicht erlaubt ist. Dann möchte ich mal gucken, ob ich das für dich oder von Herzen dann nehme oder das Happy Birthday weglasse. Ich weiß es noch nicht. Muss ich dann gucken. Vielleicht fehlt ja irgendwas dann, ne? Und dann möchte ich das Ganze mit den Washi Sheets machen. Und zwar soll Washi Sheets das Ganze praktisch bunt machen. Dieses Teil ist der Heißluftballon in dem Falle. Die Wolken weiß ich noch nicht, wie ich anordne. Das wird der Kreis sein. Vielleicht lasse ich mir auch noch was anderes einfallen. Und hier dieser Streifen soll das Washi-Tape sein. Ich denke mal, so werde ich es machen. Aber wie gesagt, kann natürlich sein, dass sich da noch was verändert. Und dann würde ich sagen, fange ich mal mit dem Basteln an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Karte fertig ist.
So, ihr Lieben, ich hoffe, es ist nicht allzu laut im Hintergrund. Das ist der Nachteil, wenn man das Büro in einem Wohngebiet hat. Draußen mäht jemand. Aber nun gut. Ich denke mal, es funktioniert. So, ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Schaut mal. Aber es ist ja nicht schlimm, man kann ja eine Karte auch so öffnen. Ne? Das finde ich jetzt nicht weiter dramatisch. Von daher ist die Karte jetzt so geworden. Ihr habt gesehen, ich habe mich sehr schwer getan mit der Auswahl. Aber so ist das halt, wenn man vielleicht zu viel im Hintergrund macht. Siehe das Washi, den Washi-Sheet. Ne? Ich habe jetzt hier Happy Together. Das kann ja zum Beispiel eine Geburtstagskarte sein mit Happy Birthday. Und dass man da drinnen vielleicht einen Gutschein hat für eine Ballonfahrt, für eine gemeinsame Ballonfahrt. Und dann passt das Happy Together. Ne? Jetzt habe ich die Wolken, habe ich weiß gemacht, bewusst. Wollte ich nicht noch Gold, da wäre es zu viel Gold gewesen. Ich habe mir gedacht, die sind so leicht weiß-grau, dann passt das. Ich hätte es auch noch hier drunter machen können, aber ich dachte, nee, das passt. So, ich habe mich dran gehalten, fast. Das Einzige, was nicht da ist, ist das hier. Aber ich wusste jetzt nicht, was soll ich da im Hintergrund machen. Hätte ich irgendwie so ein bisschen Berge oder so. Das hätte auf das Washi-Sheet nicht gepasst. Und das hier habe ich halt genommen, sagen wir mal, das sind hier oben die drei Wolken. So würde ich es jetzt einfach mal definieren. Und wie gesagt, geht halt so auf. Das ist das auch, worauf ihr immer achten müsst, bevor ihr dann anfangt zu kleben und zu machen, dass die Karte richtig aufgeht. Ihr seht auch jedes Mal, wie ich da immer so und so mache. Aber durch das ganze Probieren und Machen und Tun habe ich da jetzt völlig das total vergessen. So, meine Guten, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, inspiriert. Ich denke mal, es ist nicht jedermanns Sache und ich persönlich bin auch nicht zu 100% davon überzeugt. Aber so ist das manchmal. Ne? Das ist halt, da muss man dann das Beste draus machen. Und solche Sachen zeige ich euch halt auch. Ist halt nun mal so. So, meine Guten, also, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Katrin.